So Leute, damit wir wieder ein herzliches Willkommen und ich würde sagen, ich werde da ein bisschen dezent bei meiner Cyberware herumfuschen, beziehungsweise ich muss einfach nur zwar irgendwie mehr machen von oben herab oder irgendwie, das schaue ich mir dann irgendwann einmal an. Das mache ich irgendwann. Irgendwann, wo ich sage, okay, passt, wir sind dafür bereit, etc. etc. hätte ich gesagt gehabt, würde ich mal wieder, also muss ich wieder zum Dings, zum Onkel Doktor. Ich gehe zum Onkel Doktor, damit mein Kopf vorher. Na gut, ich würde sagen, was haben wir natürlich auch noch so ein bisschen am Start, was da immer wieder wie ich und je bisschen rein schnuppern. Das eine oder andere kann man löschen. Präzisionsgewehr, Handfeuer, Waffe werden wir natürlich dann noch einmal ganz kurz durchgehen müssen. Ist es was Gutes? Ist es nichts? Ist es was Leibendes für uns? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf zur nächsten Mission. Oh, Delamere, wäre interessant. Was gibt's denn da noch alles so Interessantes? Oh, ja, das ist aber auch okay, nur so 400 Meter entfernt. Ja, schau mal, tut vorbei. Passt, machen wir das. Allein schon, wenn ich mir denke, ich glaube, da gehe ich lieber zu Fuß. Ich glaube, ich muss die irgendwo aufklettern oder irgendwas zumindest. Beziehungsweise jetzt mit meinen neuen Schuchern, Alter. Bist du deppert, ich bin auch immer der Flieger da. Bist du deppert. Ich bin der Hulk, oder? Jetzt mit dem hier. Ich bin fast auf den Polizisten gelandet. Alles klar. Aber jetzt, Alter, wo ich immer der Flieger, Alter. Bist du deppert, gleich auf die Decke auf. Na, ich bin gespannt. So, untersuche den Ort aus der Nähe des Partners. Alles klar. Natürlich, auf dem Weg muss man sich natürlich das ein oder auf ganz, ganz wichtig angelehnt. Auf ganz, ganz wichtig. Jetzt ist halt wieder nur die Frage, wie kommen da wieder auf? Aber das zeigt mir das eh. Der muss mir das zeigen, der Bub. Der Bub muss mir das zeigen, wie ich dort hinkomme. Aber passt eh. Wird schon gut gehen. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich gleich... Nein, ich werde doch nicht überfahren. Erst einmal in meinem Leben, dass ich mal nicht überfahren werde. So, da durch zu. Nein, ich kann. Hey, du da rein. Ach. Na, komm in, hier du rein oder was willst du von mir haben? Den Eddies hätten wir hier endlich weggekriegt. Ja, denke mal, dass ich da nicht aufgekommen bin. Ich denke mal, kann ich was will der Haber von mir oder legt mir was. Okay, ich weiß nicht, ob das ein Erfolg ist, ob sie das will oder sonst was, aber keiner von den beiden sagt was, also dementsprechend lasse ich das einfach mal kurz nur so stehen, ohne Shitstorm, ohne nix. Gibt's ein kleines neues Boxkampferl? Das ist geil! Das ist ein Hit! Das ist echt ein Hit, dass man sagt, erst da so und so schaut's aus, neuer Boss, Boxkampf und alles drum und dran. Aber ich muss sowieso mal schauen, dass ich da vielleicht die Zehnt ein bisschen stärker werde, weil wir haben ja schon einmal die Probleme gehabt. Bist deppert. Der hat uns gefetzt, der hat uns vernichtet. Der hat uns richtig vernichtet, das war ja Wahnsinn, Alter. Der Haverer war mir echt nicht wurscht. Der hat uns echt gefickt. So muss ich. Oder muss ich noch eins. Echtes, blutiges Fleisch. Los, wir blumpf. Folge deinen Instinkten. Und wie ich dir folgen werde. So, ich bin jedenfalls einmal da jetzt gespannt. Was ist da los? Was geht hier ab? Was willst du von mir? Das ist jetzt mal ganz, ganz wichtig. Ha, wie was von echt von gar nichts.
What? Alter, was ist da los, Alter? Was ist das bitte für ein Scream, Alter? Lutsch mir da her, Alter. Und da los, Alter. Higi. Ja, Internet ist noch immer broken, habe ich so das dezente Gefühl. Aber reizt, ab und zu reizt es zusammen irgendwie auch nicht, aber komisch, aber ja. Hauptsache die Prozente werden langsam ein bisschen weniger. Was geht hier ab? Ja, mehr oder du hast ja mehr als genug Nachrichten. So. Untersuch? Jetzt ist er aber lustig mit untersuche den Ort. Hier? Tun wir nur ganz kurz, zeig mal her. Vielleicht gibt es hier irgendeine Pornomeldung oder was immer. Vielleicht dezent, man kann ja nie wissen. Vielleicht gibt es hier irgendwo was. Oder was ist denn von mir? Muss ich da irgendwas freischalten oder? Jetzt bin ich ein bisschen so. Bisschen baff. Ja, was? Jetzt muss ich. Wart. Jetzt muss ich mal. Hat das vielleicht was mit dem Splitter jetzt irgendwie zu tun? Ah, mach mal bei Arasaka Karriere, das wär's. Alter, ernsthaft jetzt? Wo in die. Achso, warte mal. Ja! Okay, wir sind schon mal bei der. Wir sind definitiv anscheinend schon bei der richtigen Adresse. Alles klar. So, und wir sollen jetzt mit den Hafer. Also, die Telefon ja perfekt. Muss leider kurz Nachricht schauen, sorry. Hey, hier ist Nancy. Ich kann gerade nicht ans Holo gehen, aber vielleicht rufe ich zurück. Ciao. Boah, okay, passt. So, weil das ich jetzt noch schon hab müssen, wenn man jetzt doch kommt. Ich sehe nur, Mama schreibt irgendwas. Letzter Satz mit Spital. Aber auch kommt so. Pudi. Ganz gefährlich. Da muss ich noch schauen. Da ist, glaube ich, verzeiht mir jeder. Plötzlich soll ich andere Mission, Alter. Für was nehme ich überhaupt die Mission an? Also, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie dezent verarscht. Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie wirklich dezent verarscht. Aber na gut, ich würde sagen, trifft die mit Elisabeth. Ja, oh, viele Leute wollen was von mir, oder? Bist deppert, bin ich jetzt Hotline für alle, oder? Ich weiß ja nicht. Na, Alter, sind wir nicht ab, aber Furratzen, jeden Scheißtrick interessiert, wie es mir geht, Alter, in dem Spiel. Und alles drum und dran, was ich mache, wo ich bin, mit meinem Splitter und alles drum und dran. Jetzt können sie jeder mähen. Jetzt wollen wir eine Legende halber zusammen. Aber okay. Jetzt kann sich jeder melden, super. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Das ist definitiv ein Wahnsinn. Clean. Nein, Internet reißt sich ehrlich gesagt nicht wirklich gerne zusammen, aber passt schon. Irgendwie manchmal ja, manchmal nein. Mehrere Schießereien gab es entlang der 1, 166 und 101. Ja, ich bin jetzt echt enttäuscht. Haben wir jetzt extra den Weg und so alles drum und dran gemacht. Unnötig. Allerdings hat das NCPD als besondere Vorsichtsmaßnahme die Bedrohungsstufe auf 2 angehoben und rät allen Reisenden, Nebenstraßen zu meiden. Wir halten Sie über neue Entwicklungen der Lage auf dem Laufenden. Ja, Wahnsinn, Alter. Für das habe ich jetzt extra da vorbeischauen müssen. Ich bin wirklich dezent ein bisschen angefressen. Wieso? Wieso hab ich jetzt extra so vorbeischauen müssen? Einmal da kommt, ja, passt, Leihwand auf G-League, beginnst einmal eine Mission. Ja, das kann ein bisschen länger dauern bei 1,3 Kilometer, also dementsprechend. Würde ich mal sagen, nehmen wir sie doch lieber ein Fahrzeug. Ja, ist glaube ich besser. Nein, aber ohne Spaß, Alter, wo ich mal so denke, so, weh, da vorne. Na, leck mir mal.
Ich verfluche dich mit deinem scheiß Lenkrad. Ich verfluche dich mit deinem scheiß verfickten Lenkrad. Jedes Mal aufs Neue. Ich bin fleißig, das. Ich will was erledigen. Plötzlich, Alter. Passt. Ist erledigt. Kann nicht mitgekriegt. Wir fahren. Jedes Mal, wenn ich was zum Tun habe, sehe ich plötzlich ein Lenkrad da. Das taugt mir leid. Taugt mir überhaupt nicht. Und er ruft wieder, Alter, und macht einen Stress. Wetten, er macht wieder einen Stress. Na, 100% macht der Wappler einen Stress. Er sicher macht den Stress. Also wenigstens ein gutes Fahrzeug. Ja, damit. Boah, auch wieder so 2,8 Kilometer. Digga. Wow. Lutsch mir näher. Alter, Vater. Na, das Internet will sich heute irgendwie nicht zusammenreißen. Das ist das dezente Gefühl. Passt. Also solange er wenigstens noch nie gesagt mit Uhrzeit, das. Ich glaube, er hat schon aufgegeben. Ich glaube, er hat das dezent aufgegeben mit der Uhrzeit. Er hat schon drauf geschissen. Er hat sich doch gehabt, so ein Abrudi. Nee, machen wir lieber doch nicht mehr Zeit. Ich schaff's eh wieder nicht. Hoppala. Vielleicht den einen oder anderen Interesse. Aber nur verleihen. Hoppala. Geht's aus. Das ist aber ein schönes Fahrzeug, aber rutscht sie bis zum Geld nicht mehr ans. Rutscht. Rutscht schon sehr, sehr stark. Das ist ein bisschen das Problem bei dem Fahrzeug. Aber es rutscht, aber geht eh. Er muss jetzt ein bisschen wie ein Verrückter nachschauen. Sorry, wegen einem depperten Internet, aber na gut. Ja. Internet wechseln. Gleichgültig war, Budi, gleichgültig, draufgeschissen. Das Gute ist wenigstens schon einmal, dass wir nur die normalen Gegner haben, ohne Zeit, ohne irgendwas, auf ganz gechillt. Ja, das Auto ist vielleicht noch ein bisschen eindruckt, aber das gehört zum Business dazu. Hoppala. Ja, wie eh, aber es geht nicht. Das ist lustig, oder? Wird die Typen los. Das ist ein Wappler. So, da muss ich dann rein. Wenn der mal endlich mal einer zum Blinken beginnen wird, dann schaut es wenigstens nicht schlecht aus. Das ist jetzt von voll. Really? Ich wollte gerade sagen, so von wo sind die mir jetzt da noch sehen? Die Zerdepperten. Ich glaube, die Polizei, ja, es beginnt noch immer nicht zum Blinken. Das taugt mir nicht. Das taugt mir nicht, dass es noch immer nicht zum Blinken beginnt. Und ich muss jetzt nicht unbedingt bei einem Schwerverbrechen da noch mitmachen. Die verpassen wir da gleich die nächste Kugel, Alter, ins Fahrzeug. Aber Gott sei Dank ohne Spaß. Gott sei Dank ohne Zeit. Ja, weil sonst wäre ich vielleicht mal wieder die Tender am Arsch gewesen. Ich mache aber nur die Belohnung und halt die Pappen und gib her. Ich muss los. Belohnung, oder? Hä? Willst du mir jetzt sagen, falsche Garage oder was? Geschlecht, ich will da Lutsche her. Du bist ein Naturtalent. Joa. Schmeckt. Mist, was schmeckt, Alter? Junge. Nice. So, ich würde sagen. Jetzt wird's aber wieder Zeit. Next Mission. Außer ich sehe wieder irgend so ein Lenkrad. Weil es könnte ja wieder dezent möglich sein. Passt. Ich würde sagen, Werkstätte, was haben wir da? Begib dich zur Garage bei der Frachtstation. Was haben wir denn da? Also einfach nur tut vorbei schon, oder wie? Ja, sicher. Was erledigt ist erledigt, hätte ich gesagt. Ja, sicher schon wieder. Rotes Video, Alter, Wahnsinn. Streamer-Modus an. Trotzdem wird geclaimed. Alles klar, Cyberpunk. Alles. Was ist mit dem Fahrzeug? Also sind wir nicht ab, aber jetzt ohne Spaß. Ist doch deppert. Nur am Rutschen, Alter. Was ist mit dem Fahrzeug? Nein, jetzt war eh wieder klar.
Tut mir eh schon so schwer mit dem Fahrzeug, Alter. Und der fährt mir da auch noch eine, der Wappler. Ich war auch Bier. Ich war auch Bier, fährt mir da auch noch eine, Alter. Ich glaube, ich werde deppert. Gibt's ja nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt auch diesen Sprung haben und alles, könnte man das mit dem Berserker-Modus, glaube ich, relativ gut kombinieren, glaube ich, oder? Könnte möglich sein. Könnte definitiv gut möglich sein. Aber ich bin jetzt einmal gespannt auf die Garage. Geiler Schlitten, hört sich schon mal definitiv nice an. Es hört sich nach gratis an. Also hört sich definitiv nach gratis an. Also dementsprechend, yippie! Ich werde es ausprobieren. Was? Oh, da kommen die Klingen, oder wie? Also ich hätte... Ah, okay, ich hätte vielleicht Dings... Aha! Aha! Das, okay, ja, im Berserker-Modus kann ich Finisher machen. Okay, so ist das. Okay. Muss ich dann noch mal ausprobieren. Muss ich dann definitiv noch mal ausprobieren. Aber, aha. Muss ich dann das nächste Mal wieder ausprobieren, wenn ich wieder so ein paar Patienten triff. Hi. Wow, hi. Das geht ja auch umsonst. Geschlechte. Den kann man nicht erzählen, dass ich den jetzt einfach gratis kriege, oder was? Mit leerem Magen? Okay. Wink mit der Musik, oder Pistepper, da war so gut, Bulli. Leider. Ich hab mir schon gedacht gehabt, Leute. Das kann ich mir nicht. Ich muss den sicher wo abliefern oder irgendwas. Aber okay. Es wird mir jetzt aber auch nicht angezeigt, so, ja, du bist mit der Mission so und so fertig, weißt du, was ich meine? Dementsprechend bin ich jetzt halt nur so. Okay, das ist jetzt das. Verlasse das Gebiet. Achso, okay, ich habe dann eh die Mission abgeschlossen. Oh. Wow, beginnt er zum Rutschen. Wow. Alles klar, gut zu wissen. Der beginnt. Schnell ist er definitiv, aber schwer zum Bändigen, der Haverer. Schwer zum Bändigen. Aber geht eh, wir machen das schon. Aber bist du deppert. Er will es nicht wissen, habe ich so das dezente Gefühl. Um sowas geht, ist er eh nicht so schlecht. Nur ist nicht. Muss definitiv geübt werden. Taugt mir aber trotzdem irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Ist echt jetzt nicht so schlecht, finde ich, meiner Meinung nach. Nur na, geht. Ich glaube, das war nur dieser Anfangsstart, weißt? Dass er ein bisschen stärker zum Schleudern beginnt. Aber sonst ist es, glaube ich, definitiv in Ordnung. Okay, was auch immer das war, aber okay. No, der Sound ist aber sexy von dem Fahrzeug. Das muss man schon lassen. Also, der Sound ist echt sexy. Fährt sich dann doch gar nicht mehr so schlecht, wie ich vermutet habe. Aber doch, nur wegen der einen Kurven, wegen einem Schleudern und alles drum und dran, ist der gleich mal komplett Katastrophe. Ich habe ihn gleich abgestempelt, gell? Gehabt, gleich sofort abgestempelt. Na? Wieder rein, ja, ich sehe schon, ich muss hinschauen. Leider muss ich hinschauen. Scheiße. Leider muss ich. Oh, da gibt's mir jetzt genug Kamera. Let's go.
schon noch, Gabran. Oh, okay. Was? Jeder lieber den Finisher ausgenutzt, aber passt eh, passt eh. Assassine halt. Wow. Was heißt denn, neutralisiere die Gegner? Zeig mal her, wo ich überhaupt tiefer muss. Das sind viele Gegner. Weißt du was, ich steige einfach raus und tue den Haver am Hand dran. Wie wär's denn damit? Okay. Ich hoffe, die machen wir da jetzt nichts, gell? So wird die. Das ist ein zweites Sternchen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Noch was? Hörst du das? Die Zeit tickt. Also drück mal aufs Gas. Na, das wird nichts, mein Freund. Das wird nichts. Erstens mit der Musik, zweitens mit dem eine Vergie, so wieder. Ich hab zwei Sternlhaberer. Ich glaube, das hast du vielleicht die 10 übersehen, gell? Hab ich so vielleicht das Gefühl. Hast du vielleicht irgendwas da übersehen hast oder so? Weiß ich nicht. Das war ganz, ganz schlecht. Das war eine ganz, ganz miese. Ja, das war eine ganz, ganz miese Idee. Wenn man da gehabt, die kann einmal cool sein. Mach eine Abkürzung. Bin ich in Arsch da, Alter. Aber wie? Ja, das habe ich davon, wenn ich Abkürzungen nehmen will. Das habe ich davon. Super. Jetzt komme ich dann einmal raus. Na, vergiss, Alter. Das nehme ich in Kauf, die Lücke, oder? Geht's ja aus. Nein, ich bin ja am Ende des Tages bei irgendeinem Einkaufszentrum, also darf geschießen. So, zeitlich wird sich sowieso nicht ausgehen, das kann ich da jetzt schon sagen. Aber wir versuchen unser Bestes. Er kann froh sein, wenn das Auto heil ankommt. Er kann definitiv froh sein, wenn das Auto heil ankommt. Also dementsprechend. Alter. Ja, nur Klick in Unklick, Alter, ich sag's da. Jetzt noch immer. Naja, wenigstens habe ich den zweiten Stern weg. Das ist wichtig. Wenigstens habe ich einen Stern einmal weg, damit ich ein bisschen chillen kann, ein bisschen fahren kann und alles drum und dran, weil die Polizei, die scheißt eh noch ein paar Kilometer wieder so drauf geschissen. Wäre halt nur leiernd, wenn vielleicht doch noch die ein oder andere gerade wird, ein bisschen länger, weil dann ist es wenigstens super, dann können wir wenigstens vielleicht noch den Bonus erkannten, aber vielleicht. Ja, und vielleicht tue ich auch dezent unabsichtlich den ein oder anderen überfahren, aber es geht dazu, es geht zum Biss. Ah, ja, na gut, mal wieder verfahren. Weil irgendein scheiß Dreck, Alter, Karten, Alter. Scheiß Karten, Alter, ich sag's euch. Die Karten bringt dann scheiß Dreck. Die Karten hilft dann scheiß Dreck, ich sag's da. Hätte ich vielleicht noch schaffen können sogar. Hätte ich vielleicht sogar dezent noch schaffen können. Aber wenn. Na, gut, Alter. Ein bisschen mehr heranzoomen. Kann ich zwar eh, aber das ist dann wieder Arsch, dann, wenn ich wieder vielleicht zu Fuß wieder unterwegs bin. Dann ist das vielleicht dann wieder ein bisschen unübersichtlich und das Ganze. Dementsprechend, ich bleib dann lieber wieder bei dem Original. Wenigstens das kann ich da vorne immerhin. Also ein bisschen was darf ich kaputt machen. So. Wir haben nur noch 2 Minuten Zeit, 2,5. Na, Alter, wenn ich da, Alter, durch den ganzen Häuserblock davor muss, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, sperre ich mich einmal an, Alter, und die kommt nicht einmal an, Alter, bist du. Das geht so nicht. Na, jetzt gib aber Gas. Dann diesmal hat die falsche Ausfahrt, gell, also Einfahrt. Gib Gas jetzt, Alter, jetzt. Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Boom, hol dir deine 100. 100 schaffst du jetzt locker, vielleicht ohne Kasteln wäre super. Ja, mei, könnte sie vielleicht ausgehen. Wenn es jetzt nur noch gerade ist. Wenn es jetzt nur noch nicht gerade ist, könnte es sich vielleicht sogar dezent ausgehen. Ja, wird sogar noch immer schneller und schneller. Schau dir das an, ja. Bist du eppert? Ist hier. Wo ist der eine von das? Weiß ich nicht, ob man das taugt oder nicht. Wow. Das Gute ist wenigstens als Nomade ganz wenigstens auch im Sand da ein bisschen herumfahren.
Na, ja, das Fahrzeug kann sie wenigstens zusammenreißen. Kennt der Zivil genau ausgeht? Bist du deppert? Hätte ich mir nicht gedacht. Hätte ich mir jetzt echt nicht gedacht gehabt, dass ich das noch ausgeht. Also. Udi? Und ich habe vielleicht sogar das dezente Gefühl, dass vielleicht sich das Internet auch jetzt schon langsam beherrscht. Und jetzt flüssig liefern kann. So. Ja, es geht ja los, Burle. Wenn du jetzt nicht irgendjemanden zusammenfährst oder sonst was, geht es uns echt, echt gut. Das Praktische ist aber auch, dadurch, dass ich das umso lieber das Ganze ausnutze und das Ganze ist, erstens natürlich fette Belohnungen alles drum und dran, aber zweitens, du kriegst auch die ganzen Schnellreisepunkte und das ist mega. Wir kümmern uns dann um den Rest. Was? Danke, Burle, und bin schon wieder weg. Interessiert mich schon immer. Oh, Shinobi 39. Steppert. Haben wir das in dem Fall auch wieder erledigt. Mich würde es jetzt mal ganz kurz nur interessieren. Kartentechnisch. Was hätte man dann eigentlich quasi alles in der Nähe? Ja, das war eh wieder klar. Die alte. Na gut. Die werde ich auch nie los. Die werde ich dezent auch nie los. Die ganze Zeit immer, jedes Mal wird mir die alte angezeigt oder, mit der Mission. Passt, ich hätte gesagt gehabt, Auftrag und dadurch, dass es natürlich mal wieder in der Nähe ist. Schauen wir es sich mal an, was sie gern hätte. Das ist wieder das Nächste. Dadurch, dass sie einen befreien soll, ihren Chef und alles drum und dran. Werden wir dann eh sehen, hätte ich gesagt gehabt. Okay, Feuergefecht. Der geht aber schon schnell von 0 auf 100. Harvey Terry. Von 0 auf 100 ist mir der echt nicht wurscht. Gib Gas, der Bur. Alter, gerade dass der nicht abhebt, Alter, und zurück in die Zukunft fährt, Alter. Bist du narrisch. Aha. Nettes Fleckerl, Alter. Das hat er jetzt aber mit Absicht gemacht gehabt, dass er so ein bisschen leidet ist. Aber das ist der. Okay, ja, dann kämpfen wir gleich, also mir ist wurscht. Mir. Oh. Oh, das sind gleich mal ein paar härtere Haverer. Alles klar, da ist ein Scheißdreck, oder was? Mhm. Oh, schade, ich dachte, ich bin Finisher. Nee! Geschleckt! Das war ein bisschen dezent zu viel für Cyberpunk, oder was? Geschleckt! Ich glaube, das war für Cyberpunk ein bisschen dezent zu viel. Kann auch mal passieren. Hätte ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht erwartet, dass es vielleicht dezent zu viel sein könnte, aber okay, passt. Ein Wahnsinn, Alter, ein Wahnsinn. Einfach zu viel des guten Brudi. Oh shit. Ein Wahnsinn, Alter. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, aber na gut, passt. Auf geht's. Guten Morgen, Mann! Einer der besten Synchronstimmen. Wahrscheinlich hat man mich wahrscheinlich nicht verstanden, aber eine der besten Synchronstimmen ever. Muss einmal gesagt werden. Jetzt bin ich aber gespannt, wo er quasi den automatischen Hasen hingelassen hat. Okay. Also. Passt. Einfach Auftrag markieren. Ja. Schlecht, okay, passt. Oh, gib mir. Nicht schon wieder den Haverer. nicht schon wieder der. Achso, hast du mir das eh schon markiert? Nicht perfekt, wieso sagst du das nicht gleich, dass du es schon markiert hast? Nicht perfekt. Ah, Gunter, kleine Düsenjäger. Wart. Steck schön, Brille. Er kommt, der kleine Düsenjäger. Daher, weil das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. So eine Mission haben wir jetzt auch damit abgeschlossen. Mal wieder.
Ich bin jedenfalls gespannt. Komm, wie du wirst werden, Alter. In der Hoffnung, dass sie nicht wieder die ganze Zeit angegriffen wird. Aber du eine gepanzerte Hammer. Nicht schlecht. Oh, ich hätte da gleich auch irgendwo da sein. Okay, passt. Scheiße, wieder keine Munition. Passt. Aber ich glaube, da bin ich wenigstens vom Scharfschützen ein bisschen geschützt. Ich glaube, da bin ich wenigstens ein bisschen geschützt. Es ist nicht schnell. Ja, okay, ich sehe ihn schon. Ich sehe die Scharfschützen schon. Ich bin einmal ansatzweise geschützt. Einmal ansatzweise. Oh, die halten aber echt draußen viel mehr aus. Das macht voll. Die steppert. Die halten echt viel aus. Echt Respekt. Ja, und der halbe der Undertaker oder was auch immer, der Pisteppert. Der nimmt keine Rücksicht, oder? Den ist die scheißegal. Ah, der ist eh schon gefickt. Der hat keine Rücksicht genommen, der Haverer. So, bam bam. Wohl mit dir, oder lustiger. Fragst du auch nicht, oder was? Ich tu mal nachladen. Sicher, sicher. Links kommt da. Alter, was glaubst du, Bua? Was glaubt denn der, Alter, dass er mich jetzt von hinten ficken kann? Na, Alter. Hi. Ah, Schwachstelle. Ich wollte unbedingt Schwachstelle. Ja, du hast sicher selber wohl. Wenn ich da schon den wunderschönen Schädel da so sehe, muss ich das leider so machen. Passt. So, jetzt zeig dir mal, Scharfschütze. Wo bist du? Da. Bulle, da bist. Ich wollte gerade sagen, so ist er hier, ist er jetzt hier oder nicht? Ja, mit einer Maus oder sonst was würde man definitiv leichter tun. Oh, ich kann durchschießen, ne? So, wo ist der andere Haverer? Damit du wenigstens Bescheid weiß, wo der Deppert ist. Ah, vor meiner. Ey, also ich wollte schon sagen, ist es vielleicht wieder so einer, der was nicht einmal mehr zünden muss. Mulli, ich bin Schausaugert. Zeig mir, wo du bist. Ich bin wirklich Schausaugert. Aha. Aha. Und da alle durchschießen können. Okay. Da bringt er das aber auch nichts, Alter, dass das so schnell ist wie der Flash, Alter. Bringt er mir überhaupt nichts. Ja, probier jetzt, Alter, probier jetzt Speed, was? Geht nichts weiter. Uiuiui. Ich werde mal sagen, ich werde mir jetzt mal gönnen. Auf gemütlich. Wenn er herkommt, kommt er her, aber nicht, dann nicht. Wenn ich essen gehe. Aha, Hologramm. Nein, ich heim schon. Ich bin dann gekommen. Ich geh mir da mal fett gönnen. Hey, ich tu mir ja gerade fett gönnen. Du geh mal die 10 Chessen. Außer das, was Wichtiges eingesteckt. Ja, dann kannst du ruhig herkommen. Wir brauchen eher ein bisschen Munition jetzt. Ja, voll! Müssen wir auch mal wieder austesten. Jetzt die Handfeuerwaffe. Wie die ganze Zeit jetzt noch nicht austestet. Wichtig und richtig. So, irgendeiner hat mich, glaube ich, schon mal langsam gesehen. Oder war es einfach nur die Kamera? Ich glaube, es war einfach nur die Kamera. Hm. Aber die haben anscheinend relativ gut was eingesteckt. Also immerhin. Komm endlich raus! Ich hab noch was vor! Ah, da, ich denk mir schon so. Was für eine Kamera? Wo? Ich hab mir jetzt echt schon da gehabt, was für eine Kamera, Alter. Lutsch mir ein, Alter. Ich sehe gar nichts. So, jetzt müssen wir. Ah, ich habe eigentlich gar keine Probleme. Ich kann ja jetzt mittlerweile sogar halber fliehen. Wir machen den Superman-Sprung, den Superman. Wenn ich überhaupt da aufbekommen würde, das wird wieder mal ganz, ganz anders ausschauen. So, und? Hui! Ja, das schaut aber anscheinend ein bisschen anstrengend aus. Was man so glaubt. Sagt man das so schön. Bam, bam, bam. Oh. Egal, wo der Gegner jetzt ist, ich muss mir da jetzt mal fett gönnen. Wieso haben sie es auch so beschissen positioniert? Hi, wie geht's dir so? Die hat auch anscheinend gute Feuerkraft. Immerhin.
Aber anscheinend war das doch immer nicht alles. Anscheinend wird's da. Eine Verstärkung? Na wie lieb! Die haben Verstärkung gerufen, na Alter! Na Alter, die haben Verstärkung gerufen, na ist es lieb, na bist du narrisch! Die haben Verstärkung gerufen. Ich würde mal sagen, hier, okay. Oh! Ist aber eine fette Gönnung dabei! Junge! War das schon die Belohnung oder was auch immer? Da werde ich mir auch natürlich wieder fett gönnen. Bist du deppert, oder? Lotto 6, oder? Wieso das dezente Gefühl? Da haben wir wieder 500, da haben wir das, da haben wir das. Einfach der Wahnsinn. Ah ja. So. Auch so ein aufgeladener. Aber ich kann eh gleich auch schießen. Also so ist jetzt auch wieder nicht. Also ich könnte gleich schießen, muss aber nicht. Aber dennoch. So, mal oben geht einmal nichts mehr ab. Hoffe ich mal zumindest. Ich würde nur ganz kurz gern trotzdem die jeweilige Mission gern markieren. Damit ich die wenigstens halt starten kann oder irgendwas. Oder damit ich wenigstens sehen kann, wo ich hin müsste. Weil vielleicht muss ich ja was ganz Bestimmtes sammeln oder irgendwas. Das könnte vielleicht auch möglich sein. Wenn ich das... Weiß ja nicht, wo der Havere hinzieht, aber... Okay. Oh. Ich glaube, die werde ich mir jetzt mal ganz kurz anschauen. Allein schon nur deshalb. Maschinenpistole, leicht. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das ist aber Maschinenpistole. Handfeuer, das. Dann zeig mal eher, was hast denn da jetzt nicht nur so ist. Wo ist denn die Waffe, die weiß ich jetzt. Eine Tochter gefunden zu haben. Aha. Ah. Das oder was? Sagen wir hier. Ist einfach wieder so. Ja, ist eigentlich im Prinzip nur so ein aufgeladener Wichser. Na, dann scheißen wir drauf. Am besten irgendwas mit einer Sturmi. So Sturmi, Hand, also Maschinenpistole, haben wir dann eigentlich die 10 zweimal das gleiche. Das brauche ich nicht. Weil dann verliere ich umso schneller wieder die Munition und das Ganze. Dann würde ich sagen, da bleibe ich dabei bei der Pistole. Ja, da. Dann bleibe ich dezent dabei. Bis ich halt natürlich eine gute Alternative gefunden habe. Man kann ja nicht wissen. Die Transmitter erinnern mich an... An was? Früher 2020 haben wir die für freie Sender benutzt. Um Hardcore-Punk auf Bullenradios dröhnen zu lassen und so. So haben die Raffenschiff bestimmt unsere Drohnen gehackt. Ich dachte wirklich schon, du reimst dir das nie zusammen. Muss aber jetzt ehrlich gestehen, ich hätte mir eher gedacht gehabt, dass ich sogar wirklich ein bisschen herumtüfteln darf oder sonst was. Na, hat nur gescannt und geht weiter. Und geht weg. Na gut. Könnte er überleben, wenn er will. Wenn er will, könnte es überleben. Na, aber sicher. Weil sonst muss ich vielleicht die 10. Mission wiederholen und das bauen wir jetzt auch wieder nicht. Nee. Voll da sind die hier. Nee. Dieses Risiko ja nicht ein. Na, ich kenne mich zu gut. Ich würde am liebsten da jetzt einfach runterspringen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht nicht krepiert und dann werde ich krepieren und dann ärgere ich mich, warum der Havere krepiert ist. Passt. Das schaut mal wieder gut aus. Gehen wir da mal. Ja, komplett da. Zack. Bam, 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 bam. Und tschüss, Bali. Komm ich denn da jetzt schon wieder raus? Aha. Ja, mir ist wurscht, gönn dir, Bulli, alles was geht. Nimm dir alles. Aber normalerweise sollte jetzt trotzdem noch der ein oder andere unterwegs sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Hä? Gibt's denn nicht das? Gibt's ja. Weißt, sie kommen mit Verstärkung, alles drum und dran daher. Ich? Wieder gemütlich raus und würde mal sagen, next mission. Gute Arbeit mit der Antenne. So ein Kopf auf den Schultern ist eben nicht nur schmückendes Bein. Hey, Tantchen. Da ist die Verstärkung. Jetzt zeig mal her. Was gibt's denn da wieder Neues? So, wir könnten das könnte man machen.
Ja, machen wir das